Ja, lieber Herr Kerkhoff, lieber Herr Kerber, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht darf ich noch einmal daran erinnern, dass vor immerhin 8 Jahren wir ja nun doch in einer Art Aufbruchstimmung von der Regierung eine sogenannte Hightech-Strategie bekommen haben. Herr Schulz war damals dabei, erinnert sich vielleicht dran. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass gleichzeitig ja als innovationspolitisches Instrument die sogenannte Forschungsunion etabliert wurde, wo ja genau Wirtschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten sollten. Und ich möchte auch noch daran erinnern, dass wir auch in diesem damals ein Jahr später den nationalen IT-Gipfel ins Leben gerufen haben. Also man hat damals schon die Bedeutung von IT erkannt. Nun, mittlerweile hat man uns aufgetragen, ja, uns um einige sogenannte Zukunftsprojekte zu kümmern, die Deutschland weiter voranbringen sollen. Und ich glaube, die werden, Herr Kerber, vom Koalitionsvertrag nicht berührt werden. Wir haben aber damals drüber nachgedacht und haben gesagt, naja, so am Ende nach 4 Jahren Rückschau, was steht denn vor der Klammer bei unseren unterschiedlichen Interessen? Und da kamen eigentlich 3 Dinge heraus, die, glaube ich, auch für die Zukunft wichtig sind. Das eine war, dass wir mal wieder klar gemacht haben, wie komplex doch die Welt wird, jetzt aber eben auch dadurch, dass wir eben nicht nur mit Technik zu tun haben, sondern eben auch die Kombination Mensch-Technik zunehmend eine Rolle spielt. Vernetzung ist angeklungen, nächste Form der Globalisierung, aber vielleicht eben auch ein Punkt, der noch nicht heute so ankam, dass wir eben doch als Gesellschaft auch zunehmend Wertkompromisse, und Sie werden das bei meinem Vortrag noch sehen, eingehen müssen und gleichzeitig mündigere Bürger bekommen. Also war klar, wir müssen zum einen versuchen, von vornherein die Gesellschaft stärker mitzunehmen, um nicht im Nachhinein zu versuchen, Akzeptanz zu erzeugen. Und das bedeutet, wir brauchen einfach neuere Kooperationsformen, die wir ja auch in einigen Teilen leben. Ich erinnere an die NPE bei der Elektromobilität, wo wir eigentlich doch alle Mann ganz gut zusammenarbeiten. Und ich war natürlich sehr froh, dass auch die Kollegen, die aus ganz anderen Bereichen kommen, Gesundheit, Energie etc., dann doch zugestimmt haben, dass letztendlich es die Digitalisierung ist, die der Innovationsmotor für alle diese Bedarfsfelder ist. Nun, wenn wir uns das so überlegt hatten, ich war ja der Leiter der Promotorengruppe Kommunikation, dann haben wir gesagt, na, woran orientieren wir uns denn? Und die erste Frage war ganz einfach, wir haben gesagt, ja, wir wollen das, was Herr Kerber das deutsche Geschäftsmodell, ich sag mal das deutsche Erfolgsmodell ist, das wollen wir zukunftsfähig machen. Und da lag für uns eigentlich die Antwort auf der Hand. Wir haben gesagt, was ist denn das Rückgrat des deutschen Erfolgsmodells? Das ist die produzierende Industrie. Wir müssen also den Produktionsstandort Deutschland sichern und wir wollen auch Produktionsvolumen hier in Deutschland halten. Und wir tun das durch, wie wir sagen, digitale Veredelung. Sagen Sie, durch Aufrüstung mit digitaler Intelligenz oder digitalen Komponenten. Und da wird Ihnen einiges von dem, was ich sage, bekannt vorkommen, aber vergessen Sie bitte nicht, die digitale Revolution ist ja nun schon seit Dekaden im Gang. Sie ist eigentlich ja getrieben dadurch, dass wir ein exponentielles Wachstum haben, und zwar anhaltend in mehreren Dimensionen. Und jeder, der so sich eine Exponentialkurve mal angeguckt hat, weiß, das beginnt zunächst einmal ganz langsam, man spürt kaum etwas und dann geht es plötzlich ganz schnell. Und ich glaube, so ein bisschen an diesem Punkt stehen wir derzeit. Und das, und ich glaube aber auch so Trends wie, ja, Nachhaltigkeit, das ist erwähnt worden, nachhaltiges Wachstum, Urbanisierung, ja, der demografische Wandel, das alles wird schon zusammen zu sehr radikalen Änderungen der Wertschöpfungsketten führen. Und wir werden auch sehen, dass neue Kontrollpunkte in diesen Wertschöpfungsketten passieren. Und wir müssen eben sehen, dass wir diese Kontrollpunkte besetzen. Ich erwähne immer als Beispiel, wenn wir auf der IAA über das vernetzte Auto reden, dann ist es doch gar nicht so klar, ob in der Zukunft der traditionelle Hersteller das moderne Auto, das autonom Fahrende baut oder ein Google. Also von daher gesehen sind diese Kontrollpunkte schon wichtig. Und da eben der größte Teil des produzierenden Gewerbes jetzt stahlintensiv ist, sie also das Rückgrat unseres Industriestandortes ist, es ist ganz wichtig, dass Sie aktiv an dieser Transformation natürlich mitmachen. Nun,
Das zweite ist, man muss sich immer daran orientieren, was derzeit technologisch passiert. Und man sollte auch nicht immer, ich sag mal, eine neue Sau durchs Dorf jagen. Also haben wir gesagt, was haben wir denn damals vor 8 Jahren gesagt? Wir haben 3 Leitprojekte definiert, da waren wir gar nicht so dumm. Wir haben gesagt, es wird das Internet der Dinge sein, es ist das Internet der Dienste und es ist das Internet der Energie, was Herr Kerber wir bis heute anmahnen, dass das endlich gebaut wird an der Ecke. Nun, Internet der Dinge ist relativ einfach zu verstehen, es ist das, was es sagt. Nicht Dinge des täglichen Alltags, Maschinen, Produkte werden mit Informationen versehen, das kennen Sie aus den Funketiketten vor 10, 15 Jahren. Jetzt kommen hochleistungsfähige Kleinstcomputer dazu, also Intelligenz. Sie werden drahtlos vernetzt, Sie kriegen Sensorik, also wenn Sie so wollen, Sinnesorgane des Computers und Sie kriegen Internetadressen und werden damit einfach ein Knoten im Internet und damit haben wir ein Internet der Dinge. Das heißt, es beginnt so langsam eben auch die physische Welt, die reale Welt zu verschmelzen mit dem Cyberspace, mit der virtuellen Welt, wir nennen das Cyberphysical Systems. Und Sie finden eigentlich in allen Bereichen, das ist hier aufgezeigt, die heute wichtig sind, diese Technik wieder. Wir labeln die immer mit dem Namen Smart, aber es ist an sich immer dasselbe. Und wenn Sie durchgucken, finden Sie überall, dass Leute versuchen, die nächste Transformation eben mit Smart Grids, wir sagen mit einer Smart Factory, in der Mobilität reden wir über Smart Logistik und so weiter, voranzutreiben. Und die Frage ist natürlich, warum tun wir das jetzt? Und das liegt daran, dass wir Fortschritt hatten, und zwar einen Exponentialfortschritt in mehreren Dingen. Wir haben billige Sensorik, das ist ganz wichtig. Wir haben, wenn Sie so wollen, IT aus der Steckdose, Sie nennen das heute Cloud Computing. Und wir haben semantische Technologien, das bedeutet, Computer können sich verstehen. Das sind eigentlich die 3 Dinge. Und wichtig wird jetzt, dass die Dinge, die intelligent werden, ja nicht nur, ich sag mal, durch die Sensorik Informationen aus der Umwelt aufsaugen und wir durch diese Informationen neues Wissen generieren, was dann als Dienst auf dem Internet zur Verfügung gestellt wird. Sie können ja auch durch Aktorik die physische Umwelt beeinflussen und auch diese Fähigkeiten werden natürlich als Dienste in einem Internet zur Verfügung gestellt. Und jetzt sehen Sie schon, wie auf dieser Ebene wir plötzlich Dinge zusammenbringen können, vernetzen können, neue Innovationen schaffen können, was auf der Hardware-Ebene an sich gar nicht möglich wäre. Und deswegen spielt das Internet der Dienste so eine entscheidende Rolle. Nun, wenn Sie das also zusammenfassen, also diese noch nie dagewesene Vernetzung und die Verschmelzung der realen mit der virtuellen Welt, dann meinen wir, dass das ein Punkt ist, an dem eine nächste industrielle Revolution eingeläutet wird. Und wir sagen die vierte, weil die erste jedermann klar ist, ist die Mechanisierung gewesen, die Kraftmaschine. Auch die zweite ist offensichtlich, es war die Elektrifizierung. Wir haben den Taylorismus bekommen, wir haben das Fließband gehabt. Die dritte wird oft vergessen, wir haben in den 60er Jahren den Computer bekommen, er hat Einzug gehalten, wir haben automatisiert, wir haben Kopfarbeit durch den Computer ersetzt und deswegen haben wir hier die nächste Welle durch gekennzeichnete Vernetzung, durch Kollaboration und wie manche gesagt haben, eben auch die erste, die quasi auf Ansage eingeläutet wird. Natürlich haben wir uns in den Arbeitskreisen überlegt, wie könnte denn eine Vision aussehen und am Ende, noch nach relativ viel Arbeit, muss ich sagen, ist etwas sehr Einfaches herausgekommen. Etwas, was wir uns eigentlich seit langem gewünscht haben. Wir haben natürlich zunächst mal auf dem Markt den Kunden gesagt und haben gesagt, was will er denn? Der Kunde will nach wie vor individuellere Produkte haben, aber er will nun mal nicht den Preis eines Exklusivprodukts bezahlen. Also war der Ausgangspunkt, wir wollen individuelle Produkte Losgröße 1 zu den Kosten eines Massenprodukts erzeugen. Und das bedeutet, dass Produktion eben nicht nur noch produktiver werden muss, das wird sie, sie muss auch hochflexibel werden. Das heißt also, wir kommen zu nachhaltigem, widerstandsfähigem Wachstum. Sie wird automatisch ressourcenschonend, weil dort, wo digitalisiert wird, haben Sie eigentlich weniger Fehler, weniger Ausschuss. Sie brauchen weniger Material, weniger Energie. Und wir werden Sie auch mehr ins urbane Umfeld verlagern können, weil durch den Trend der Urbanisierung die Menschen dort mehr leben werden und wir einfach nicht wollen, dass lange Strecken zurückgelegt werden. Natürlich werden die Wertschöpfungsprozesse noch dynamischer. Gehen wir mal davon aus, dass es ad hoc Wertschöpfungsketten gibt, pro Kundenauftrag. Und wenn Sie so wollen, etwas, wo ich persönlich mal in den 90er Jahren drüber geredet habe, das virtuelle Unternehmen
wird Realität werden. Wir hatten große Diskussionen natürlich mit den Gewerkschaften. Man muss alle Beteiligten mitnehmen. Wir haben sie mit eingebunden und haben ganz klar gesagt, dass diese Flexibilität natürlich nicht nur von den Maschinen, sondern auch von den Mitarbeitern erwartet wird, dass wir das aber gemeinsam zum Positiven richten können. Und zwar so zum Positiven, dass man nicht mehr, sag mal, von 8 bis 18 Uhr oder bis 14 Uhr arbeitet, sondern durchaus entsprechend der individuellen Verfügbarkeit der Mitarbeiter. Und wichtig ist, diese Verfügbarkeit, da wird von den Mitarbeitern definiert und nicht nur vom Unternehmen. Auf diese Weise kommen wir hier zusammen. Demografischer Wandel wird natürlich adressiert. Sie werden eine Vielzahl Assistenzsysteme sehen, die auch die Digitalisierung nutzen und damit eben auch älteren Mitarbeitern erlauben, hier mitzumachen. Und ganz wichtig, wir müssen und wir können die bestehende Infrastruktur nachrüsten. Ein Punkt, den Sie, Herr Kerber, mit der Energie angesprochen haben, es ist klar, wir haben mehr Automatisierung. Das heißt, der Lohnkostenanteil geht runter, damit werden wir wettbewerbsfähiger, aber der Energieanteil wird höher. Wir müssen also unbedingt auch für dieses Thema hier sehen, dass wir unsere Energiethematik in den Griff kriegen. Nun, ein kleines Beispiel von ThyssenKrupp, dankenswerterweise. Und zwar habe ich ganz bewusst eins gemacht, was Sie kennen, was eigentlich in der Fläche ist. Und ich mache das deswegen, weil Sie werden solche auch revolutionären Änderungen nur erfolgreich machen, wenn Sie praktikable Migrationspfade haben, von dem, wo wir heute sind. Und das ist hier ein schönes Beispiel. Nicht seit 15 Jahren kennen wir ja die Funketiketten hier bei der Bram Logistik, ist eine Riehzahl von Brammen, die, ich sag mal, optisch schwer zu identifizieren ist, wo es wohl auch für die Mitarbeiter aus sicherheitstechnischen Gründen nicht so einfach ist. Man kriegt dadurch eine völlige Transparenz der Supply Chain mit den hier erwähnten Vorteilen. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, Sie könnten heute ganz einfach, ich sage mal für 1-2 Euro, ein Modul kaufen, was so groß und ein bisschen kleiner als dies hier ist, halb so groß vielleicht, wo Sie alles drauf haben, wo Sie einen kleinen Rechner drauf haben, wo Sie Speicher haben, wo Sie Wi-Fi drauf haben, wo Sie das Internetprotokoll haben, wo Sie Sensoranschlüsse haben. Das heißt, Sie können praktisch diesen Transponder upskillen, wenn Sie so wollen, und kommen damit ganz einfach mit gleichen Use Cases von, ich sag mal, einer digitalen Identifikation zu einem digitalen Produktgedächtnis, was natürlich viel mehr Möglichkeiten mit sich bringt, weil wir jetzt die Information über alle Prozessschritte hin speichern können, die ganze Historie dabei haben und natürlich uns auch überlegen können als nächstes, warum hat denn das Produkt eigentlich nicht das Know-how, wie es gefertigt wird? Und das ist eigentlich der Schritt des Paradigmenwechsels auch hier bei Industrie 4.0, dass wir sagen, Produkte werden intelligent, sie unterstützen jetzt aktiv den Produktionsprozess, sie wissen, wie sie produziert werden sollen. Wir haben also einen ähnlichen Schub, wie wir das vom Web 1 hatten zum Web 2, wo wir die aktiven Waren, die Inhalte kreiert haben, eingestellt haben, die Blogs, Wippies und so weiter produziert haben. Wir werden viel mehr autonome, sich selbst steuernde Produktionseinheiten haben. Also die Roboter kommen, wie wir gesagt haben, viel mehr aus den Käfigen rauf. Wir werden nicht die starre, flexible Linienproduktion mehr haben. Wir werden keine vorgeplanten, aus einem klassischen ERP-System vorgeplanten Produktionsprozesse haben. Nun, das heißt letztendlich, die Produktion wird dem Takt des Menschen folgen. Wir werden viel mehr eine dezentrale Selbstorganisation haben und damit natürlich auch ein Auflösen der klassischen Branchen, ich sage das hier, und auch der klassischen Verbände.